Hallo Leute, da bin ich wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Sammlungsvideo-Update. Und es ist heute ein Tag kurz vor Weihnachten und deswegen habe ich mir gedacht, falls ich Funko-Pop-Figuren zu Weihnachten bekomme, zeige ich euch jetzt hier erstmal ein Update. Und ja, das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal. Hier haben wir auf jeden Fall mal von Funko-Pop hier natürlich die South Park-Reihe. Dann hier noch kommt hier Destiny, WWE und so weiter und so fort. Seht das hier, Sandy, Simba, dann von Destiny Grota und so weiter. Dann hier noch andere. Das sind jetzt auf jeden Fall über 270 Figuren. So, jetzt muss ich mal kurz hier rüber gehen. So. Also hier sieht man nochmal, da ist diese Wand. Und dann kommt jetzt hier diese Wand. Hier haben wir einmal Annabelle, Tiffany und so weiter, Carrie. Ich hatte die ja mal geordnet nach Genre und sowas, also halt nach Dings, Filmgenre und sowas, aber habe ich jetzt nicht mehr, weil es einfach zu viele geworden sind. So, dann haben wir hier. Gehe jetzt einfach nur mal langsam hier durch. Hier hat sich, glaube ich, eigentlich nichts so verändert. Hier ist SpongeBob und Patrick, auch meine zwei meiner seltensten Figuren. Dann haben wir hier noch die großen Hagrid, Big Daddy und Shenlong, ganz neu von Dragon Ball. So, dann haben wir hier Deadpool, Sackboy, Darkwing Duck und so weiter, die jetzt hier an der Seite stehen, die sieht man nicht so gut. Hier Shrek und so weiter, Beerus, richtig teure Figur, Metallic von der Comic-Con 2016. Ja, hier haben wir nochmal, hier fliegt der Stapel schon wieder fast raus, ihr seht es hier. Richtig krank, wenn das jetzt rausfliegen würde. Auf jeden Fall haben wir hier, so, hier haben wir das. So, dann haben wir hier richtig heftig auf jeden Fall. Also ihr seht hoffentlich alles ganz gut. Jo. Also wie gesagt, man geht hier rein, dann sieht man hier alles von den Figuren. Dann geht man hier rüber, dann kommt natürlich hier das. Dann kommt man hier wieder weiter, ist die riesenfette Wall. Habe ich euch gerade schon gezeigt, alles. Dann geht man hier weiter, da haben wir auch noch eine kleine Wall hier mit Tiger, Pennywise, hier Dings, Snow White, Krampus, sind ein paar neue dabei. Dann hier sind fast alles neue für euch, denke ich mal. Hier Fairy Tail. Wie mache ich das? Eigentlich geht's hier los. Mit Big Bang Theory. Die kennt ihr ja alle schon. Dann geht's weiter mit Stranger Things. Meine neue Lieblingsserie, die gucke ich zurzeit immer. Warte jetzt endlich, bis Staffel 3 kommt. Dann geht's hier wieder weiter mit Stranger Things. Habe jetzt von jedem Charakter habe ich einen. Steve auch in der Exclusive-Version. Mr. Clark und Eleven im neuen Outfit. Dann hier noch Schöne und das Biest, die zwei. Peter Pan. Dann machen wir weiter mit den Schlümpfen. Da habe ich nur die vier. Kevin allein zu Hause, alle drei. Buddy der Elf. Aloy von Horizon. Zero Dawn natürlich, kennt ihr. Mowgli, dann hier Ersa Scarlet, Carla, ja, hier noch, die hier DuckTales, Tick Tick und Drag natürlich, dann hier Ted noch und hier natürlich von Fairy Tail noch die anderen zwei, geht's hier oben weiter. Und natürlich Chip 'n Dale von Kingdom Hearts
Und Cat Dog natürlich, das ist so eine Doppelfigur, mega geil. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall noch mal kurz einmal durch. Hier ist Stranger Things, Big Bang Theory, ihr seht es hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall der Pennywise, der ist auch mega, kann ich da hinzoomen. Ja, hier der Pennywise, der ist einfach mega geil, der Tigger. Hier nochmal im Überblick, wenn ich jetzt weiter nach hinten gehe, so müsste das auf jeden Fall passen. Ja, das war es auf jeden Fall von meinem Sammlungsupdates-Video von den Funko Pop-Figuren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ich Funkos zu Weihnachten bekomme, was ich dieses Jahr nicht glaube, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ich welche bekomme oder nicht. Welche habt ihr? Sammelt ihr auch Funko Pop-Figuren? Ist jetzt mein zweites Updates-Video. Und ja, deswegen wollte ich es jetzt zeigen. Sind über 270 Figuren. Ich glaube, 279 sind sie jetzt. Zwei kommen noch an. Timon und Pumba, die kommen noch. Dann sind wir bei 281. Und ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, von WWE-Figuren mehr da hergekommen. Ihr seht zwar hier noch mein WWE-Wall. Aber wie gesagt, Funko Pop ist jetzt bei mir so live, sage ich mal. Und ja, das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ich sage dann Tschüss, bis dann und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ciao, Leute.